und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal Der Modellbauer. Heute zu einem neuen Video vom Opel Manta AGTE von Harrett. Heute wird es eine Doppelfolge geben, und zwar die Ausgabe 3 und 4. Die gibt es ja mittlerweile schon im Handel, die Ausgabe 4. Und gestern kam das zweite Paket bei mir an, und da wollen wir doch mal kurz reinschauen. Wir bekommen die Ausgabe 4, die Ausgabe 5, und 7. Was haben wir noch? Wir bekommen hier zwei Farben dazu, um Lackablatzer etc. auszubessern zu können. In Gelb und Schwarz und einen Pinsel dazu. Was steht da hinten so drauf? Ja, nichts Besonderes. Und geht's mal weg. Wir bekommen ein Blechschild. Opel Super 6. Der Zuverlässige. Ein Wagen, der begeistert. Ihn wählen heißt heute den Wagen von morgen kaufen. Okay. Schöne Oldtimer drauf. So, stellen wir dich jetzt hin. Ich glaube, so passt das ganz gut. Und zwar habe ich ja gesagt, eben, wir machen eine Doppelfolge. Und zwar wird es um die Ausgabe 3 gehen. Und zwar bekommen wir da das Rad. Und da habe ich jetzt die Ausgabe 4. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns erstmal die Ausgabe 3 an. Und was uns auch in dem Heft so erwartet. Und dann werden wir uns auch die Teile mal genauer anschauen. Ausgabe 3. Wir bekommen das erste Rad. Wie gewohnt haben wir hier das Inhaltsverzeichnis. Dann kommt auch schon die Bauanleitung in 3 Schritten. Ein bisschen Geschichte. Kombi Coupé. Hier haben wir dann schon die neueren Fahrzeuge. Wüstenwind. Was Opel auf Ascona-Basis vormachte, kopierte VW auf Golf-Basis. Aha, okay. Und zuletzt haben wir auch schon die Vorschau für Ausgabe 4, was wir heute auch noch verbauen werden. Und da bekommen wir die ersten Vorderachsschenkel. Und jetzt schauen wir uns mal die Teile genau an. Ich habe die Teile für euch schon mal ausgepackt. Und dass wir so nicht das Geknister haben. Wir haben hier als erstes das linke Vorderrad. Auch hier mit Beschreibung. 185er Reifen und es ist ein Michelin. Dann bekommen wir das Außenteil des Scheibenrads. Das ist dieses hier. Das ist aus Metall. Von der Lackierung her ist es okay. Passt. Wir bekommen dann das Innenteil des Scheibenrads. Das ist genauso aus Metall, hat auch für die Größe ein schönes Gewicht. Dann haben wir die Radzierkappe mit dem Opel-Zeichen drauf. Auch sehr gut gemacht, das ist aus Plastik. Und zu guter Letzt bekommen wir noch 5 BM-Schrauben. Und das werden wir jetzt zusammen verschrauben. So, hier steht, drehen Sie den linken Vorderreifen um und halten Sie dabei das Außenteil des Scheibenrads in Position. Ist es nicht eigentlich egal, wie rum ich den drehe?
Gut, egal. Dann sollen wir. Warum soll das so sein? Okay, man sollte mal weiterlesen. Setzen Sie von der anderen Seite des Reibens das Innenteil des Scheibenrads auf, wie abgebildet. Legen Sie 4 Schrauben BM bereit. Mach mal. Also, wir sollen das jetzt einmal so einlegen, dann rumdrehen, dann kommt dieses Teil mit hin. Jetzt müssen wir aber genau schauen, dass man das aus, so dass es übereinander liegt. Und jetzt sollen wir das mit den Schrauben verbinden. Okay. Na, ist wieder rausgefallen. So, nun müssen wir es festhalten. Schraube fast nicht so. So. Also man muss schon richtig drücken, so dass die Schraube fassend wird. So, machen wir das. Dann brauchen wir noch die 2 anderen. Die sollen jetzt eigentlich normal fassen, genau. Okay, gehen auch recht leicht rein. Dafür, dass es Metall ist. Meistens hat man ja das Problem durch die Lackierung, dass die schlecht reingehen. So, nochmal nachziehen. So, ich das muss abdrehen. So, und dann kommt zu guter Letzt noch unser Ubelzeichen drauf. Die Radzielkappe und das Vorderrad, das erste, ist fertig. Schaut ganz gut aus. Und jetzt werden wir uns mal die Ausgabe 4 genau anschauen. Hier haben wir das Heft zur Ausgabe 4. Wir bekommen heute die Vorderachse. Wow, mit sehr vielen Teilen, sehr vielen verschiedenen Schrauben. 8 verschiedene Schrauben. Okay. Die Bauanleitung in 20 Bauschritten. Leute, wir haben was zu tun. Holt euch am besten schon mal irgendwas zu trinken, einen Kaffee oder was auch immer. Ich glaube, das wird ein längeres Video. Dann haben wir Faszination Manta, die Manta-Prototypen. Opel Meilensteine, auch sehr schönes Modell. So, und dann haben wir hier auch schon die Vorschau für den nächsten Bauschritt. Da gehen wir aber später drauf näher ein. Und ich werde für euch mal die Teile jetzt auspacken und dann schauen wir uns die mal genauer an. So, was haben wir denn alles? Wir bekommen den linken Vorderachsschenkel. Könnte aus Metall sein, greift sich auch so an. Aber könnte aber auch Plastik sein. Dann haben wir die Vorderachs. Die ist aus Metall, hat auch ein gutes Gewicht. Qualitativ. Auch hier wieder sehr hochwertig.
Dann haben wir den unteren Lenker. Das ist dieses Teil. Na, komm raus. Die Teleskopstoßdämpfer. Da haben wir diesen. Den Achsbolzen. Dann haben wir hier die Feder. Ja, geh ab. So, der obere Lenker. Dann haben wir das Abdeckblech der Bremse. Die Bremsscheibe. Bremsleitungsflange soll das heißen. Na, lass los. 4K Bremssattel. Bremssattel ist das da. Eine Unterlegscheibe bekommen wir auch. Die ist hier mit drin. Hier. Und dann eine Lasche. Das ist diese dann. Und 8 verschiedene Schrauben. So, und dann werden wir jetzt das mal zusammenbauen. Wollen wir gar nicht lange warten. Ich glaube, das dauert jetzt ein bisschen länger. Erstens sollen wir das Abdeckblech mit dem Bremssattel verbinden, und zwar mit den BP-Schrauben. Brauchen wir wieder nur eine. Also was ich jetzt schon festgestellt habe, wir haben immer eine Ersatzschraube. Es könnte ja doch mal eine verschwinden. Vorsichtig. Doch im Liegen machen. So, das wäre Nummer 1. Als nächstes sollen wir das Bremsleitungsflange einbauen. So heißt das. Und zwar kommt das halt hier oben drauf. Also 2 so Löcher. Hoppala. Na ja, doch, mit der Hände machen. Und das wird dann mit einer CP-Schraube befestigt. Wenn es mal halten würde. So, ich habe die Schraube mal reingedreht, aber ihr müsst echt aufpassen, wenn ihr die reindreht. Wir haben nämlich hier noch so einen kleinen Bippus. Nicht, dass ihr den beim Einschrauben abbricht, weil es schon recht eng da ist. So. So, jetzt sollen wir den Vorderachsschenkel verbinden. Dann wird das so reingedrückt. Denke ich mal. So. Und mit 2 Schrauben befestigt. Dafür brauchen wir die 2 CM-Schrauben. Na, fast nicht so richtig. Schauen wir mal, ob ich. So, Fehler gefunden. Von der anderen Seite müssen wir das reinmachen. Und jetzt mit den Schrauben befestigen. Einmal.
Hier nochmal nachziehen. So, und so muss das dann ausschauen. Halt, so. Jetzt sollen wir das Teleskopstoßdämpfer mit einem Achsbolzen verbinden. Okay, das sollen wir hier so reinlegen. Mit den Achsbolzen hier so drauf. Und mit einer DM-Schraube befestigen. Okay. Gerade rein. Einmal. Ging wieder ein bisschen straffer rein. So, ist das aber auch erledigt. Okay. Passt. Jetzt sollen wir die Vorderachse bzw. den Teleskopstoßdämpfer mit der Vorderachse verbinden. Das soll hier unten so rein. Moment. Wie rum? Diddle, diddle, dumm. Ne, ist schon richtig so. Aber hier geht es so relativ straff rein. Ah, jetzt. Oder war das doch jetzt falsch? Ne, alles richtig. Und zwar wird das hier so draufgelegt. Ja. Und dann kommt halt. Drauf bleiben. Und jetzt sollen wir die Lasche noch mal drauf machen. So, und das sollen wir dann mit 2 BM-Schrauben verschrauben. Na, jetzt ist das wieder runtergefallen. Komm raus. Ist gar nicht so einfach, weil das nämlich unten durchschaut und dadurch schiebt sich das immer wieder runter. Na. So. Festhalten und verschrauben. So. So. Auch erledigt. So. Dann ist das hier so beweglich. Okay, passt. Nächster Step. Jetzt wird der vordere Lenker mit 2 EM-Schrauben verbunden. Und zwar kommt der hier so ran. Geht relativ straff. Haben wir es beidseitig gut? Ja, passt. Und das wird jetzt mit EM-Schrauben befestigt. Passt. Ja, leicht beweglich. Okay, passt. So, als nächstes haben wir den Bremssattel an unseren Vorderachsschenkel befestigen, und zwar mit einer FM-Schraube, und zwar kommt das hier so dann hier so ran. So. Passt. So, jetzt sollen wir hier die Feder einbauen. Und zwar zieht man das Ganze wieder raus hier. Hätte man eigentlich auch in einem Bauschritt machen können, bin ich jetzt der Meinung. So, und das sollen wir dann mit DM-Schrauben auch befestigen.
Jetzt muss die Feder bloß noch rein. So, ein bisschen zusammendrücken. So, also gut zusammendrücken. Geht recht straff. Einmal hier. Und dann sollen wir das hier auch nochmal befestigen. Auch mit der DM-Schraube. Die geht schon besser rein. So, nicht zu fest, sonst ist es nicht mehr beweglich. Passt. So. So, jetzt haben wir schon die Bremsscheibe einbauen. Und zwar soll das hier so reingeschoben werden. Passt. Gut. Und jetzt kommt auch schon das linke Vorderrad mit dazu. So. Rad läuft. Jetzt kommt wieder die Kappe drauf. So. Auch alles beweglich. Super. Ausgabe 3 und 4 ist jetzt hiermit abgeschlossen. Wir haben das erste Rad und die Vorderachse zusammengebaut. Es ist auch alles schön beweglich. Das Rad lässt sich auch schön drehen, so wie es sein soll. Und jetzt schauen wir mal in die Vorschau auf den Teil 5. Und zwar bekommen wir das Kupplungsgehäuse inklusive Getriebe. Wenn ihr das Ganze abonnieren wollt, könnt ihr das unter sportcoupé-bauen.de. Und wir haben hier noch einen Haufen Schrauben übrig. Die kommt dann alles schön in die Box rein, die wir bekommen haben. Und ich hoffe, das Video war nicht allzu lang für euch und hattet trotzdem Spaß. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Ein paar Kommentare wären auch schön. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ein Abo. Und vergesst dabei nicht, die Glocke zu betätigen, um keine Folge von diesem Mann da zu verpassen und andere Sachen, was ich auch nur so mache. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Bis dahin. Tschüss, euer Modellbauer.